Die Xiaomi-Aktie zieht immer wieder extrem viele Retail-Investoren an. Sehr viele Retail-Investoren interessieren sich für diese Aktie bzw. überlegen, dort zu investieren oder sind schon investiert, weil man ja auch irgendwie einen persönlichen Bezug hat zu dem Unternehmen, weil man die Produkte kennt, sei es die Smartphones oder auch zum Beispiel die E-Roller. Ich selber habe zum Beispiel so einen Staubsaugerroboter. Ihr könnt ja mal gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr irgendwelche Produkte von Xiaomi nutzt. Trotzdem muss man sich jetzt die Frage stellen, ist Xiaomi wirklich so ein gutes Unternehmen, wie viele das behaupten? Könnte es vielleicht sogar ein Tenberger sein oder ist das alles nur heiße Luft? Und um das beantworten zu können, werden wir uns mit dem Chart von Xiaomi beschäftigen, werden uns auch logischerweise die Zahlen von Xiaomi anschauen, wie dort das Wachstum aussieht, wie die letzten Quartale ausgesehen haben und natürlich auch, wie die Zukunft von Xiaomi sich noch weiterentwickeln könnte. So, dann beginnen wir als erstes mit der Chartanalyse von Xiaomi und wir sehen im Jahr 2021 im Januar hatten wir hier ein Allzeithoch. Danach ging die Aktie eigentlich nur noch nach unten. Ich habe hier auch so eine Trendlinie eingezeichnet. Wir sehen, danach ging es wirklich nur noch nach unten, immer wieder tiefer und tiefer. Teilweise war die Xiaomi-Aktie auch bei knapp minus 70% im Minus. Derzeit ist man bei ungefähr knapp minus 60% im Minus. Das heißt, jeder, der hier oben eingestiegen ist, ist jetzt auf jeden Fall stark in den roten Zahlen. Da sage ich auch oft in meinen Videos, bitte niemals All-In gehen bei einem Kurs und schon gar nicht im Allzeithoch, sondern immer wieder Stück für Stück einsteigen, so den Kurs verbilligen, also Dollar-Cost-Averaging betreiben. Übrigens, wenn du generell diese Videos von mir ganz gut findest und die hilfreich sind, dann kannst du mich gerne unterstützen, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt und du kannst natürlich auch weitere Videos von mir verfolgen, indem du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. So, weiter im Thema. Wir sehen nämlich jetzt etwas extrem Positives. Wir haben hier diese Abwärtstrendlinie einmal durchbrochen bei Xiaomi und befinden uns jetzt hier in einem Aufwärtstrend, sowohl bei den MACD-Linien, aber auch, wenn wir uns jetzt die Preisentwicklung anschauen, hier habe ich so einen Trendkanal eingezeichnet, auch bei der Preisentwicklung. Wir bewegen uns so zickzackförmig gerade nach oben, wie bei sehr, sehr vielen Aktien oder insgesamt bei dem gesamten Markt man das gerade erkennen kann, was natürlich erstmal sehr positiv ist. Wir sehen auch, seit ungefähr Oktober 2022 bis heute hat die Xiaomi-Aktie knapp 50% zugelegt, was natürlich auch sehr, sehr viele Investoren gerade freut. Und man könnte jetzt meinen, dass jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ab jetzt geht es nur noch nach oben. Da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ich würde jetzt tatsächlich aufpassen, ist natürlich keine Finanzempfehlung, aber ich sehe hier einige rote Signale, die mir jetzt sagen, hey, ich würde erstmal nicht einsteigen. Zum einen werden wir natürlich logischerweise gleich auf die Zahlen und auf die Zukunft von Xiaomi eingehen, aber auf der chartanalytischen Sicht sehen wir, in diesem Trendkanal befinden wir uns zumindest jetzt gerade genau an dieser Linie, an der Resistance-Linie. Bedeutet für mich zumindest kurzfristig kann es sehr, sehr gut sein, dass Xiaomi hier einmal abprallt und nach unten fällt, was den Preis angeht. Zusätzlich haben wir hier eine extrem starke Resistance, bei der Xiaomi es schon zweimal nicht geschafft hat, das Ganze zu durchbrechen. Das bedeutet, hier kann es genauso gut sein, dass wir hier abprallen. Und wir haben hier noch einmal die 100-Tages-Durchschnittslinie auch als Resistance, die Xiaomi noch nicht durchbrochen hat. Bei den MACD-Linien sehe ich hier gerade einen ganz kleinen Knick. Bedeutet, es könnte sein, dass wir jetzt wirklich im Tageschart uns gerade dahin bewegen, dass das Ganze jetzt erstmal in einen Abwärtstrend sich wieder verwandelt. Vielleicht sogar hier einmal diese Supportlinie antestet oder die andere Supportlinie. Das kann durchaus sein, da würde ich definitiv aufpassen. Beim RSI-Indikator waren wir hier mehrmals genau an der Linie zum Überkauftbereich und jedes Mal ist Xiaomi hier abgeprallt. Also das sieht man hier wirklich extrem krass. Jedes Mal ist Xiaomi hier in letzter Zeit abgeprallt und nach unten gefallen, was natürlich unter anderem mit den Zahlen von Xiaomi zusammenhängt und auf die gehen wir jetzt ein. Und wir fangen erstmal hier mit den positiven Sachen bei Xiaomi an, denn man muss ganz klar sagen, was den Marktanteil angeht in verschiedenen Ländern, ist Xiaomi echt gut aufgestellt, wenn man sich das ganze Jahr mal anschaut. Zum Beispiel in Indien, was ja ein sehr, sehr großes Land ist, ein aufsteigendes Land, sind die derzeit auf Platz 1. Da macht es definitiv Sinn, sich dort die Marktanteile zu sichern. In Europa sind die zum Beispiel auf Platz 2. Also insgesamt, wenn man sich die Marktanteile anschaut, dann sieht das Ganze sehr, sehr rosig aus. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Was ich persönlich auch immer extrem wichtig finde bei Technologie- und Wachstumsunternehmen ist der Research and Development Bereich. Dort werden die Ausgaben derzeit auch immer weiter erhöht bei Xiaomi. Das heißt, die investieren wirklich in Innovation und Verbesserung von Prozessen, aber auch von Produkten, versuchen herauszufinden, was die Kunden, also der Customer selber, am besten findet. Finde ich extrem wichtig. Dort wird Geld in die Hand genommen,
und weiter geforscht, was natürlich sehr, sehr cool ist. Wir müssen hier jetzt aber eins wirklich die Realität anschauen und die Zahlen von Xiaomi sehen derzeit nicht so gut aus. Denn wenn wir uns jetzt die letzten Quartalszahlen von Xiaomi anschauen, dann sehen wir auch ganz genau, wo die Probleme sind, vor allem wo die kurzfristigen Probleme sind, was das jetzt für die nächsten paar Jahre bedeuten kann und wie sich das auch wirklich weiter im Kurs auch entwickeln könnte. Denn wir sehen hier, wir haben ein ganz krasses Problem dafür, dass es ein Wachstumsunternehmen sein soll oder viele hoffen ja auch, dass es ein Tenberger sein wird, haben wir hier ein Problem, dass der Umsatz nicht wirklich gewachsen ist von Q2 auf Q3. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir hier kein echtes Wachstum gesehen haben bei den Smartphones, aber auch hier bei den Internet Services gab es ja quasi kein Wachstum und zusätzlich ist auch noch bei Internet of Things and Lifestyle Products auch noch der Umsatz gefallen vom zweiten Quartal auf das dritte Quartal, was natürlich echt negativ zu sehen ist. Was aber noch viel schlimmer ist als der Umsatz, denn man kann jetzt das Ganze gut argumentieren und sagen, hey, es war ja wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Man hatte insgesamt ja auf der ganzen Welt so Probleme, also das ist ja auch nicht nur Xiaomi, sondern viele Unternehmen hatten die Probleme. Was aber noch um einiges dramatischer ist, meiner Meinung nach, ist auch die Bruttomarge, die hier eingebrochen ist. Das heißt, wir haben zum einen kein echtes Wachstum beim Umsatz und zusätzlich ist hier auch noch die Bruttomarge von Q2 auf Q3 insgesamt gesunken, was auch unter anderem hier mit den Internet of Things and Lifestyle Products zusammenhängt, aber auch mit den Internet Services. Also hier sehen wir auch, dass hier die Bruttomarge gefallen ist und nur im Smartphone-Bereich ist die Marge ein klein bisschen gestiegen. Jetzt könnte man ja insgesamt meinen, dass das wirklich für Xiaomi gar nicht so schlecht aussieht, denn wenn man jetzt sich so die Marktanteile zum einen anschaut, dann sehen wir, dass das Ganze ja doch echt positiv aussieht. Xiaomi schafft es immer noch weltweit mehr Marktanteile zu gewinnen, was für ein Wachstumsunternehmen natürlich sehr, sehr wichtig ist. Zum zweiten haben wir immer noch den Research and Development Bereich, bei dem Xiaomi immer noch sehr, sehr stark investiert. Das heißt, dort sind die auch fleißig, versuchen innovativ zu bleiben, irgendwelche Prozesse zu optimieren, neue Produkte zu erfinden. Das Ganze ist auch sehr positiv. Und wenn man sich jetzt wirklich den Vergleich von Q2 auf Q3 im Jahr 2022 anschaut, dann ja, okay, die Bruttomarge ist eingestürzt, aber nicht weltbewegend und zum anderen hatten wir zumindest keinen Rückgang im Umsatz gesehen, sondern einen kleinen Anstieg und das Jahr war ja doch recht turbulent. Das heißt, vielleicht könnte man jetzt doch investieren und ich muss ganz klar sagen, das ist jetzt keine Finanzempfehlung. Ich persönlich würde es aber tatsächlich jetzt erstmal nicht tun, denn ich glaube im vierten Quartal 2022 und die Zahlen werden in ungefähr März 2023 veröffentlicht, werden wir einen dicken Hammer sehen. Denn wenn ich mir jetzt ganz kurz hier einmal das dritte Quartal 2022 im Vergleich zum dritten Quartal 2021 anschaue, dann sehe ich, dass hier der Umsatz echt stark abgebrochen ist. Also der ist wirklich eingebrochen und zwar um knapp 10%. Also das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Und ich glaube, das vierte Quartal wird nicht anders sein und dementsprechend wird die Aktie logischerweise auch reagieren. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, sehr stark reagieren wird und wir hier erstmal sehr rote Zahlen sehen werden. Vor allem mit dem Hinblick, dass wir ja auch schon mal die vierten Quartalen von Apple sehen konnten vor kurzem. Und dort konnte man ja auch das erste Mal seit Jahren einen Umsatzrückgang sehen. Das bedeutet logischerweise, selbst wenn Apple, die es schon seit sehr, sehr vielen Jahren geschafft haben, immer mehr iPhones zu verkaufen, immer mehr Umsatz zu generieren, jetzt einen Umsatzrückgang im vierten Quartal 2022 erlebt haben, dass es bei Xiaomi höchstwahrscheinlich auch extrem aussehen wird. Und darauf würde ich mich als Investor tatsächlich jetzt schon mal einstellen, dass diese Zahlen nicht so gut aussehen werden. Was ich noch zusätzlich nicht wirklich bewerten kann, beziehungsweise nicht wirklich als positiv betrachte, ist hier einmal das Thema mit den Aktienrückkäufen. Aber da kannst du mir gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich finde es einfach komisch, dass das Management von Xiaomi sich hier im Jahr 2022, in dem Jahr, wo die ja selber sagen, hey, das Jahr ist mega schwierig, dann dazu zu entscheiden, hier Aktienrückkäufe zu starten, einfach nur um den Aktieninhabern hier ein bisschen was zurückzugeben, finde ich komisch, vor allem, weil man ja doch noch irgendwie Probleme hat bei der Bruttomarge, weil man ja doch noch irgendwie Probleme hat beim Umsatzwachstum, sich da auf Aktienrückkäufe überhaupt zu konzentrieren oder Geld dafür auszugeben, finde ich persönlich nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, da kannst du mal gerne deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Zum Fazit kann ich hier ganz klar sagen, ich sehe Xiaomi derzeit echt kritisch, vor allem jetzt ins nächste Jahr gesehen, finde ich das sehr, sehr kritisch, weil wir nicht genau wissen, wie die Zahlen von Q4 aussehen werden und generell natürlich von Q1 im Jahr 2023. Sollten wir wirklich in eine weltweite Rezession reinschlittern, dann wird das Ganze sehr, sehr schwierig sein für Xiaomi, vor allem weil Apple ja auch schon Probleme hat und Apple ist deutlich stärker, was den Umsatz angeht. Daher würde ich jetzt hier vorsichtig sein. Wie gesagt, ist keine Finanzempfehlung. Du musst selber entscheiden, was du mit deinem Geld machst, aber meine persönliche Meinung hier erstmal defensiv bleiben. Vor allem, wenn ich mir jetzt insgesamt jetzt heute den Markt anschaue, dann befinden wir uns jetzt derzeit
Buffett im Extreme Greed Bereich, zum Beispiel beim S&P 500. Und da hat ja schon Warren Buffett gesagt, hey, wenn die Leute sehr, sehr gierig sind, dann sollte man lieber nicht einsteigen oder vielleicht sogar Teilgewinne mitnehmen, verkaufen. Dementsprechend bin ich jetzt erstmal defensiv, schaue mir den Markt an, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt in Q1, schaue mir die Zahlen aus den letzten Quartalen an, also von 2022, von Q4, von den ganzen Unternehmen, um mir da ein Gesamtbild zu machen. Du kannst natürlich gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, bist du in Xiaomi investiert, was hältst du von Xiaomi, und wir sehen uns im nächsten Video.